jeden ersten Sonntag im Mai. Landsgemeinde in Glarus. In den nächsten 3 Stunden stimmen die Glarnerinnen und Glarner über rund 1 Dutzend kantonale Vorlagen ab. Diese ursprünglichste Form der Demokratie gibt es sonst nur noch im Kanton Appenzell-Innerrhoden. Das Glarnerland hat knapp 40.000 Einwohner. Der kleine Bergkanton liegt etwas abseits am Weg von Zürich nach Graubünden. Während die Stimmberechtigten noch diskutieren, herrscht hinten am Landsgemeindeplatz im Restaurant Glarnerstübli bereits Hochbetrieb. Denn so traditionell wie die Landsgemeinde ist auch die Chalberwurst, die es anschließend gibt. Sie ist eine Festtagswurst und wird traditionell mit Kartoffelpüree und weißer Soße serviert. Ich finde sie mega fein und speziell. Ich habe mir das nicht können vorstellen am Anfang, eine weiße Wurst mit weißer Soße. Aber man kann es nur empfehlen. Und ich bin drauf gekommen, dass sie auch vom Grill sehr gut ist. Aber das darf man den Kleinen nicht sagen. Da fangen wir an mit Butter. Reichlich Butter. Und da tun wir schön fein geschnittene Zwiebeln andünsten. Aber schön glasig. Ja, nicht pur, weil die Soße muss schön weiß sein. Sonst ein Kleiner keine Freude. Dann tun wir das stauben mit Mehl, mit Weiß wie auflöschen, mit Wasser auffüllen und dann salzen, pfeffern, ein bisschen Muskat und ganz wenig Safran wegen der Farbe. Als nicht nur farblichen Kontrast gibt es Zwetschgenmus dazu. Das sind dörrte Zwetschgen, die werden mit kochendem Rotwein übergossen. Da kommen noch Zimt drinnen rein, ein bisschen Nelken, ein bisschen Zucker, in Art wie ein Glühwein. Und das ist eigentlich schon alles. Das lassen wir über Nacht süchen und ich habe noch einen Schuss Cognac dazu. Rund 200 Portionen Chalberwürste wird die Tirolerin an diesem Landsgemeindesonntag anrichten. Ebenfalls aus Kalbsbrät ist das zweite traditionelle Glarner Fleischgericht, der sogenannte Netzbraten. Das Netz. Fettgewebe aus dem Bauchfell von Rindern, Schafen oder Schweinen. Um Brät verarbeiten zu können, braucht es eine Hülle, einen Darm oder eben das Netz. Die Füllung des Netzbratens ist ähnlich wie bei der Chalberwurst, nur ohne Brot. Anfang 1900, 1910 tauchen die ersten Rezepte von Netzbraten auf. Der Ursprung wird sicherlich zu dieser Zeit gewesen sein, dass sich die Leute nicht immer Fleisch leisten konnten und so am Sonntag statt eines Fleischbratens halt einen Netzbraten aus günstigerem Brät zubereitet haben. Zum Netzbraten macht Jörg Weber eine Rahmsoße mit Kartoffeln, Frühlingszwiebeln, Dörrtomaten und Dörrzwetschgen. Zum Schluss kommt noch eine weitere Glarner Spezialität dazu, der Schappzieger, dem der Kanton auch den Namen Ziegerschlitz verdankt. Kombinationen aus süß und sauer oder salzig sind typisch für die Glarner Küche. Morgens um 6. Produziert wird der Schappzieger bei der Firma Geska, der letzten Schappziegerfabrik im Glarnerland. Im Moment ist es noch ruhig. Ganz anders am anderen Ende von Glarus. Im Stall von Bauer Rudi Schmid. Gemeinsam mit seinem Vater melkt er die 30 Kühe. Noch im Morgengrauen bringt er seine Milch zur Geska. Die angelieferte Milch wird zuerst entrahmt. Was übrig bleibt, ist Magermilch. Langsam erwärmt sie Käse Franz Thoma auf 90 Grad. Um sie zum Gerinnen zu bringen, gibt er nicht Lab wie bei Käse dazu, sondern den sogenannten Etcher. Etcher, das ist im Grundprinzip angesäuerte Molke, Schotte. Mit einem Säuregrad zwischen 60 und 70 sind da verschiedene Kulturenstämme drin und dass sie die Säure bekommt. Und er darf auch nicht zu sauer sein, wenn er dann nach Essig schmeckt. Dann ist er zu sauer, dann schlägt das auf den Zieger über. Sobald die Milch geronnen ist, wird die Molke oder Schotte abgesaugt. Viele glauben, Zieger werde aus Ziegenmilch hergestellt. Ein Irrtum. Das Wort Zieger kommt nicht von Ziege, sondern von Ziehen. Der Käse wird aus der Molke gezogen. Mit einem Spezialkran schöpfen Franz Thoma und sein Mitarbeiter den Rohziger in eine Abtropfwanne. Hier bleibt er noch einen halben Tag liegen, bevor er in große Stahltanks gefüllt wird. Im Moment sieht der Zieger noch aus wie frischer Käse und auch geschmacklich unterscheidet er sich kaum.
Jetzt schmeckt er so ähnlich wie Hüttenkäse. So ein bisschen süßlich, so ganz, ganz frisch. Gar nicht nach Ziegen, das kommt erst später. Bei konstanten 23 Grad macht der Rotziger eine Milchsäure- und eine Buttersäuregärung durch. Die sorgt für den intensiven Geruch. Gleichzeitig verliert er weiter an Flüssigkeit. Nach etwa einem Monat ist der Zieger bereit für den nächsten Schritt. Inzwischen ist er schon ziemlich trocken und bröckelig. Jetzt kommt Salz dazu und er wird fein gehäckselt. Früher nannte man Ziegerbetriebe deshalb auch Ziegermühlen. Schabziger gibt es im Glarnerland seit über 500 Jahren. Die Verarbeitung hat sich im Grundsatz wenig verändert. Als nächstes reift der Käse in großen Silos. Wie damals stampfen ihn die Mitarbeiter mit den Füßen fest. Das sei aber keine Folklore, sondern nötig, um den Zieger zu verdichten und die Luft herauszudrücken. In den nächsten 3 bis 6 Monaten entwickelt er langsam seinen typisch säuerlichen Geschmack. Der Boxhornklee. Getrocknet und fein gemahlen ist es dieses Ziegerkraut, das dem Schabziger sowohl die typische Farbe als auch den Geschmack verleiht. Die einen lieben ihn, die anderen nehmen Reißaus, wenn sie ihn nur riechen. Zieger ist ein Nischenprodukt, aber mit Zukunft ist Kulinarikautor Paul Imhof überzeugt. Solche speziellen Produkte haben immer eine Zukunft. Die Frage ist, wie groß die ist. Aber es gibt Sachen, die hat man gern oder nicht gern. Und diejenigen, die sie gern haben, die wollen nicht darauf verzichten. Im Grunde genommen ist der Schabziger eher ein Gewürz als ein Käse. Die bekannteste Glarner Süßigkeit sind die Pasteten. Ein gefülltes Blätterteiggebäck, das großzügig mit Puderzucker bestäubt wird. Hans-Jakob Staub führt die gleichnamige Bäckerei in Netztal in vierter Generation. Das Rezept habe sich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Ursprünglich kommt der Kuchen wohl aus Frankreich. Von französischen Höfen ist das Gebäck irgendwie via Köchin, die dort gearbeitet haben und später dann in sogenannte Herrschaftshäuser ins Glarnerland gekommen sind. Die ist irgendwie so ins Glarnerland gekommen. Ja. Der Blätterteig ist das Pièce de Résistance der Glarner Pastete. Schon gestern hat Hans-Jakob Staub einen Vorteig aus Mehl, Wasser, Salz und etwas Butter angesetzt. Wenn der Vorteig fertig ist, bereitet ihn man vor und schlägt die Butter ein. Das geht so. Jetzt ist das eingepackt oder eingeschlagen, wie man in der Fachsprache sagt. So ist er vorbereitet. Als nächstes wird der Teig mit der Butter mehrfach ausgewalzt. Zusammengefaltet und wieder ausgewalzt. So entstehen die einzelnen dünnen Schichten, die den Blätterteig später schön aufgehen lassen. Auf den Teig kommen 2 Füllungen. Die eine Hälfte wird mit süßem Mandelpüree bestrichen, die andere mit säuerlichem Zwetschgenmus. Jeder Bäcker im Glarnerland hat sein eigenes, geheimes Rezept für die süß-saure Spezialität. Es ist wie irgendein Ausgleich. Süß und sauer tut sich weh und passt trotzdem irgendwie zusammen. Ursprünglich sind die sicher nur mit Mandelmus gefüllt gewesen. Was ist meine Meinung? Und dann ist irgendwann die Zwetschge dazugekommen, weil sie billiger ist. Zum Schluss wird die Glarner Pastete mit einem Deckel aus Blätterteig verschlossen und bekommt die Form einer Blume. Die vielen Süß-Sauer-Kombinationen des Glarnerlands erstaunen Paul Imhof nicht. Es macht das Essen weniger langweilig und es ist auch gut für die Körperfunktionen. Man braucht Säure, Zucker gibt es in allem. Salz braucht man sowieso, und nicht zu viel. Es sind einfach gute Kombinationen. Das Essen soll ja schmecken, nicht einfach nur Treibstoff sein. Sweet and Sour, die Glarner-Variante. Ich finde es erfrischend und rahmig. Es ist eigentlich wie Hauptgang und Dessert zugleich. Der Alpabzug. Höhepunkt und Abschluss des Markttages.
Auch wenn der Umzug inzwischen Folklore ist, Kühe und ihre Milch bilden bis heute die Grundlage der Glarner Küche. Egal, ob salzig oder süß.